Frenkel Fortset. Präsentiert Mones Let's Play Conker's Bad Fur Day. Tach, ihr Holzköpfe. Ja, und nochmal herzlich willkommen dann doch, ne, zu einer Fortsetzung von meinem Let's Play Conker's Bad Fur Day. Bin ja nicht so sonderlich weit gekommen das letzte Mal, deswegen dachte ich hole mir mal moralische Unterstützung von einem Fachmann. Und da gibt es natürlich nur einen und das ist mein Ehemann, der Harald. Sag hallo, Harald. Hallo, Harald. Ich wurde gezwungen. Jetzt lüg nicht rum hier. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die letzten vier Episoden verfolgt habt. Dann wisst ihr ja sicherlich, dass ich hier in dieser ersten Welt schon gefangen bin. Mit meinem kleinen Eichhörnchen. Der hat einen riesen Suff und möchte nach Hause und hat sich da irgendwie verirrt. So. Und falls Simone euch zu laut schreit, dann liegt es daran, dass sie diesmal direkt vorm Mikro hockt und sich dann auch noch vorbeugt. Ja, mache ich jetzt nicht mehr. Weil vorbeugen ist besser als heilen, das hat man schon mal, ne? Ja. So, jetzt bin ich auf jeden Fall auch wieder voll mit Schokolade. Ich bin leider auch voll. Ja. Leider nicht. Nee, genau. Ich habe mir hier auch mal, damit es realistisch ist, auch echte Schokolade hingelegt. So, und ich habe mir es natürlich auch noch mal angeguckt, ne? Und ich werde natürlich jetzt diesen Bienenstock zu dieser ollen Biene darüber tragen. Irgendwie. Weil das kann ja irgendwie überhaupt nicht sein. Jetzt muss ich ja nochmal hier checken. Also springen, hocken, springen, Helikopter. Sag doch mal, Harald, wie fandst du mein erstes Let's Play? Total super. Ja, das musst du jetzt sagen, ne? Ist schon klar. Kannst du bayerisch eigentlich Eichhörnchenschwanz sagen? Nee, du? Nee, ich glaube auch nicht. Ja, toll. Und was aber soll das jetzt? Ja, das gibt's aber, das ist doch bekannt. Das ist genauso wie das Marmeladeneimerchen auf Fränkisch. Das ist das Marmeladenarmerla. Und der... Schau mal, ich schaff's fast. Ich soll ihn abhauen. Scheiße, geht weg. Ich muss echt dem Zickzack laufen. Nein! Oh, fuck! Oh, schnell, komm her! Komm her! Oh, ist ja wohl nicht wahr. Und der Eichhörnchenschwanz, der heißt dann irgendwie Ohrkurzelschwurf oder so ähnlich. Aha. Aber ich kann's nicht, weil ich bin ja Franke und nicht Bayer. Und deswegen kann ich nur Marmeladenarmerla. Ja, verstehe ich auch überhaupt nicht. Das ist irgendwie so komisch. Marmeladeneimerchen ist Marmeladenarmerla. Und Eichhörnchenschwanz ist Ohrkurzelschwurf. Schweif. Schwurf. Aber ich weiß eben nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, das... Irgendein Klugscheißer wird schon unten drunter schreiben. Ja, komm, schreibt mir mal irgendjemand das drunter. Da. Weg da, oh Mano! Weg da! Hey, hast du das gesehen? Warum lässt du dich dauernd stechen? Muss man das machen irgendwie gegen Rheuma? Das ist ja gut gegen Rheuma. Bienengift ist ja gut gegen Rheuma. Vielleicht machst du das ja deswegen. Ich bin tot. Jetzt hör mal auf irgendwie mit komischen Eichhörnchen, Schwanzel, Dingensen, was weiß ich, mich da jetzt abzulenken. Du sollst mich unterstützen. Hallo? Naja, also das kann ja dich ja kaum aus dem Konzept gebracht haben. Ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Hä? So, ja, mach doch. Das ist nicht so einfach. Ich kann dir ja das Pad dann gerne mal rübergeben. Jetzt hole ich mir erstmal noch einen dritten Schwanz. Neidisch. Da. Nee, so. Ich habe dafür einen großen. Ah! Oh je, da werden wieder fiese Kommentare drunter stehen. So kenne ich aber meinen Mann. So ist er. So habe ich ihn geheiratet. Was ist denn hier überhaupt los irgendwie? Das läuft so komisch. Es ist ein Eichhörnchen, ich bitte dich. Es ist aber ein cooles Eichhörnchen. So, auf geht's. Aha. Das hast du vorhin schon mal gemacht. Ja. Warum ist das ein Bienenstock und das, was da fliegt, sind Wespen? Ey! Fuck! Weil die es geklaut haben. Ach so. Jetzt war ich schon auf der Hälfte. Auf der Hälfte schon. Ja, ich muss da rüber. Du kennst ja den Level mittlerweile, ne? Nachdem ich da ja eine Stunde verbracht habe mit blöden Penner, ey. Los, komm her. Und warum haust du nicht vorher? Das geht nicht. Also ich kann die nicht hauen. Das ist ja ein blödes Spiel. Ja, finde ich nämlich auch. So, komm her. Ich muss irgendwie wirklich so leicht im Zickzack gehen. Ja, das ist wie bei Happy Wheels der Bottle Run. Da muss man auch nur so ein bisschen hoch runter. Weg! Oh nein! Komm! Komm!
Komm! Komm! Oh. Schau doch mal da drüben. Ich hätte auch das letzte Mal schon da drauf kommen können, ne? Aber, naja. Ja, was drauf kommen? Du hast es ja immer noch nicht geschafft. Du bist ja auch noch gar nicht. Ja, aber gekommen. Ich wusste auch erstmal gar nicht, wo ich das blöde Ding hinbringen soll. Dabei habe ich schon dreimal mit dieser blöden Biene da gequatscht. Aber Leute, es ist wirklich so, wenn man hier auch noch reden soll, dann vergisst man die Sachen einfach. Kann ich eigentlich auch springen? Nee, kann ich natürlich nicht. Shorty, ja, komm her. Shorty. Gleich mit Krampf im Daumen. Ich will nicht runterfallen. Komm. Naja, sieht doch ganz gut aus. Oh, ich rutsche gleich ab. Wie weit musst du denn? Bis nach Timbuktu oder was? Nein, da. Ja, ich hab's geschafft. Yippie. Ich hab's gesehen, du warst noch gar nicht so weit. Da. Guck, wie geil. Schade, dass du den Sound nicht hörst. Ich darf dir jetzt abballern. Komm her. Ja. Ja, juhu. Tschüss. Na, gesehen? Das sieht aus wie ein Frosch. Das stimmt so ein bisschen. Oh, really? That doesn't surprise me. Ja. What? Nothing. So, her mit der anyway, Kohle jetzt. As a reward for your good service to the ja, es ist ja, hat nämlich Kohle versprochen. Das hilft gegen Durchfall, ne? Nein. Doch, Kohle? Kohletabletten? Ah! Ja, yeah, ich meine Money, Money, Money. Makes ja, so ja, funny. Ja. Da kann wieder jemand meinem gehobenen Humor nicht folgen. Yeah. Cash prizes. Juhi. Komm her, da geht mir gleich der Schmetzler durch. Ah, keine Kohle. Wieso verliere ich die Kohle? Hallo? Die Kohle. Okay, das hätte ich jetzt geschafft. Dann gehe ich jetzt nämlich mal rüber. Auf diesen komischen Berg mit diesen komischen Pimmelwürmern, falls du dich erinnerst. Weil da oben so ein Typ im Fass sitzt. Das ist sowieso ein total versautes Spiel eigentlich, ne? Ja. Da war dieser komische unterirdische Pimmel. Das Eichhörnchen wackelt mit dem Schwanz. Also das ist ja, das machen Eichhörnchen ja aber ja wohl, ne? Das ist alles nicht jugendfrei. Oh. Oh, jetzt habe ich aber super gehabt da. Jetzt bin ich ein bisschen euphorisch, ne? Merkt man das? Nein, komm her! Nein! Oh, ich bin so blöd, dann sag ich's noch. Also wenn das euphorisch ist, dann will ich's nicht wissen, wie es ist, wenn du traurig bist. Scheiße, ich hab nur noch eine Schokolade, siehst du das? Nee, du hast noch mindestens 10 Schokokrossis hier rumliegen. Die habe ich mir extra hier auf den Tisch gelegt, damit es auch möglichst realistisch ist, ne? Hast du das eigentlich mal erklärt, wie das überhaupt so läuft hier? Weil du hast das Spiel ja fürs Nintendo 64, aber da kann man ja nicht richtig aufnehmen von, ne? Ja, das stimmt. Anna hat es nämlich noch gar nicht erklärt, Dimone. Deswegen müssen wir es nämlich am PC spielen, über den PC laufen lassen. Und da geht nur das Xbox Gamepad und dadurch ist das alles viel schwieriger. Stimmt, da muss ich nämlich das N64... Pet? Nein, ich bin tot! Die Belegung muss ich da extra. Jetzt musst du nochmal beim Bienenstock anfangen, oder? Nein. Ich hoffe nicht, ey. Das kann nicht sein. Ich kenne doch die Nintendo-Konsolenspiele. Nein, die sind immer so. Nein, die waren nie unfair. So. Ah, nein. 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 Wieso? Ich hab's doch geschafft. Siehst du? Jetzt kommt die kleine eiskalte Hand. Freund. So. Schokolade ist auch voll. Muss ich so jetzt nochmal gucken? Der heißt Conker da, der Typ oder was? Ja, da, genau. Das Eichhorn. Ja, guck, da ist er. Alles gut. Und das ist der Bruder vom Command oder was? Ja, genau. Command and Conker. Das hast du gut erkannt. Und wo ist der Command? Den muss ich befreien. Der ist leider Gottes beim Suff in der Kneipe verschollen gegangen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ihm ging es ja auch recht schlecht, ne? Er hat ja gekotzt. Das ist der überhaupt pink, ey. Ja. So, jetzt aber, ne? Konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Ja. Warum machst du das dann? Weil ich es kann. Weil ich es geil finde. Das riecht mich auf. Apropos geil, das sieht ja irgendwie so aus, als ob das wirklich ein Pimmel wäre, der sich in Ringelsocken übergezogen hat, ne? Ja. Ich stehe auf Ringel.
Pass auf, gestreift. Woher wusstest du, dass da jetzt ein Wurm ist? Naja, das ist bei den Spielen doch... Ich bin hier doch schon 1000 Mal rumgelaufen. Da kommt hier nämlich auch noch mal einer aus dem Stein. Das habe ich nämlich... Und das weiß man vorher nicht. Nein. So viel zum Thema, Nintendo-Spiele sind nicht unfair. Das ist halt da so, man muss halt ein bisschen aufpassen. Ja, es ist Trial and Error. Ganz genau. Und deswegen ist es unfair. Nein, ist es nicht. Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Doch, das ist super. Kommt da noch einer? Oder war es das? Man muss halt vorsichtig sein. Nee, das war's. Nein! Oh Mann, ich bin jetzt voll erschrocken, ey. Dreck aus der Hölle. Tja, Fuck. Man muss halt vorsichtig sein und das ist auch gar nicht unfair. Nein, ist es auch nicht. Naja. So, Alter, jetzt hier, pass mal auf, der Mann in der Tonne. Du hast die Sesamstraße geklaut. Was? Die Kohle langt nicht, die ich hab. Ich glaube, der spinnt. Hast du gelesen? Nee. Das ist ihm nicht genug. Da oben war ich ja auch schon, da weiß ich, komme ich nicht hin. Der hat ja wohl immer alle Tassen im Schrank. Was soll ich jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht Sportwetten oder so? Na, das ist ja Quatsch. Warum? Nein! Natürlich musste ich jetzt genau da jetzt landen. Ja, aber warum? Warum musstest du jetzt da landen? Ach, natürlich, jetzt ist ein scheiß blöder Zufall. Natürlich. Ja, wo kriegt man jetzt Geld her? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so recht. Sportwetten gibt's nicht, ne? Nein. Ich sag ja, Nintendo-Spiele. Ach. Dann gehen wir doch mal hier zu diesem Bee. Die super Vogelscheuche hier. Right. What seems to be the problem? Oh yeah. You need manual. Oh, wir brauchen doch keine Anleitung, oder? Doch. Doch. Oh, how much? Got any Mepsi box? Mepsi was? Don't matter. Ja. Actually, I think, a tender. Ja, genau. Long time. You got manual long time. Super. There you go. Nein! Mein Geld! Also ich will euch nicht beunruhigen, aber ich sehe gerade das Aufnahmezeichen von Fraps gar nicht rechts oben. Hast du es auch richtig, hast du es aufgenommen? Ich hab's gestartet, ja. Ja, aber in einem anderen Modus, oder? Ist das egal? Eigentlich muss das machen, aber es irritiert mich, dass man es nicht sieht. Ich glaube, es hat man beim letzten Mal aber auch nicht gesehen. Echt? Dann wird's schon passen. Ja, ich weiß nicht. Ja, mach einfach mal weiter. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was stand denn da jetzt? Ich weiß nicht. Habe ich jetzt noch mehr Kohle? Press B? Habe ich doch gemacht? Ich weiß nicht. Ah, oh, du bist mir eine Unterstützung, ey. Jetzt latsch mal nochmal zu dem Typen da hoch irgendwie. Ich meine, wir könnten natürlich mal schauen, ob es aufgenommen hat, aber... Und dann? Dann haben wir halt eine Unterbrechung drin wahrscheinlich. Ja, jetzt gehe ich erstmal zu dem Typi da hoch, ne? Und dann können wir ja mal schauen. Hä? Dann wäre ja so eine Episode ja eh rum. Ah! Nein, nein, nein! Oh Mann, schau mal, wie er blutet. Arme Sau. Jetzt habe ich wieder nur noch eine Schokolade. Wieso das denn? Jetzt muss ich eine essen. Nee, Mann. Das sieht auch irgendwie immer so deprimiert aus, finde ich. Naja, er ist halt jetzt schlaffi. Er ist fix und foxy. Arme Sau. Aber das sieht doch cool aus. Aber das ist nicht so deine Art Spiel, ne? Noch nie gewesen, ne? Ne. Warum nicht? Weil das ist ja kein Adventure. In dem Sinne. Ups. Naja. Man weiß nicht, was man machen muss. Man wird ständig von Würmer getötet. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Es ist eigentlich quasi wie ein Adventure. Nein. Ach, da geht's. Nein! Ach komm, ich hab gesagt, ich kann keinen Würmer. Nein! Dreck! Ich hasse dieses Spiel. Sag's ja. Hab ich's schon erwähnt? Naja. Die Leute wollten's ja, ne? Nicht ich. Ich bin kein Let's Player. Ha? Ich nie behauptet. Ich meine, ich wollte euch das Spiel zeigen, weil es echt geil ist. Irgendwann mal. Dann. In meiner Erinnerung. Ah. Ja, willst du jetzt nicht mal nachgucken? Wie soll ich das machen? Einfach mal jetzt rausgehen? Gibt's keine Pause? Rausgehen halt, ne? Ja. Pause gibt's? Da. Das sieht sogar mit bunten Farben. Furchtbar aus. Ja, aber das ist dieser komische Konverter.